Leute, ich bin frustriert. Ich habe gerade gelesen, dass Ravensburger die Karl-May-Bücher auf den Index gesetzt hat. Und, oder vom Markt genommen hat, besser gesagt. Kommt ja letztendlich selber raus. Langsam geht's zu Ende hier mit dem Land. Gut, mit dem Land, nee, ich bin gerade in der Slowakei, aber gut. Das Land ja aus der Geschichte nichts oder was? Das fing. Ich gehe das Licht aus. Das fing 33 an. Da wurden alle möglichen Bücher verbrannt. Letztendlich Karl May hat Glück gehabt. Denn seine Bücher blieben auf dem Markt. Karl May wurde dann in der DDR in den 50er Jahren irgendwann verboten. Ich habe sie damals alle illegal lesen können. Das fängt doch heute genauso an. Vor ein paar Jahren haben viele Betriebe gesagt, wer AfD wählt, fliegt raus. Das fing damals auch an mit den Juden. Die haben die nicht gleich alle vergast oder was. Die haben die behindert erstmal. Die haben, kamen die Schilder, kauft nicht bei Juden. Die Leute wurden aufgefordert, dort nicht zu kaufen. Die meisten haben es gemacht. Wie auch heute, die meisten. Okay, wird sagen, wenn irgendwo was gegen Strich läuft. Wo ist denn hier Demokratie? Unter Demokratie verstehe ich, dass man die Leute für mündig hält und die selber entscheiden können. Bloß weil eine Handvoll verrückter Sprachpolizisten sagt, hier geht's, weiß ich nicht. Also, zu DDR-Zeiten hat Honecker wenigstens gesagt, wir haben eine Diktatur des Proletariats. Ja, aber ist das nicht jetzt schon auch ganz nah an der Diktatur? Es kommt zwar nie von der Regierung, dass gesagt wird, das geht auf den Index und das und was weiß ich. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Leute, denkt mal drüber nach, wo das hinführt. Aus der Geschichte lernt hier keiner oder was? Das interessiert alles nie. Das fängt wieder an wie damals. Wir werden sehen. Gut, Ende. Aus. Übrigens noch schöne Grüße aus der Slowakei, wo ich gerade bin. Hab noch 14 Tage Urlaub. Na gut. Dort Hälfte Urlaub ist vorbei jetzt. Na gut. Ciao.